Willkommen zum Kurzformat von Niedersachsen packt an, Grünkohl mit Peter to go. Ich bin Eva Völker. Heute stelle ich euch Oksana Kurkina aus Hannover vor. Sie ist nach dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 aus Saporischschja geflohen. Dort hatte Oksana Kurkina Deutsch an einem Gymnasium unterrichtet. Jetzt berät sie beim ukrainischen Verein Niedersachsen andere Geflüchtete bei der Stellensuche. Ich heiße Oksana Kurkina, ich bin eine Geflüchtete aus der Ukraine und zwar aus der Stadt Saporischschja. Ich bin eine Deutschlehrerin, Deutsch haben wir als zweite Fremdsprache. Doch das war in einem anderen Leben, das Leben vor dem Krieg, als ihr Sohn noch zu Sportturnieren durchs Land fuhr. Die Erinnerung an den Angriff auf die Ukraine ist Oksana Kurkina auch ein Jahr danach noch immer sehr präsent. Am 24. Am Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, dass der Krieg beginnt. Und mein Sohn ist am 23. nach Mykolaiv gefahren. Er hat einen Wettbewerb, Basketballwettbewerb. Sie sind wegen Bombardierung ausgewacht, also sie haben was gehört. Das haben wir uns Sorgen gemacht, wie sie nach Hause kommen, ja. Sie sind sofort nach Hause gefahren, aber statt 4 Stunden dauerte es mehr als 8 Stunden. Wir waren immer beim Handy, ja, wie geht es, wo sind sie und sowas. Bange Stunden für die Eltern, nur schwer auszuhalten. Die Lage war völlig unübersichtlich. Glücklicherweise ist Oksanas Sohn gut zu Hause angekommen. Zusammen mit ihrem Mann wollten die drei in die Westukraine fliehen, wo sie hofften, in Sicherheit zu sein. Noch am selben Abend machten sie sich auf den Weg. In meinem Leben habe ich noch nicht so viele Autos gesehen. Das heißt, eine riesige Schlange, das war in der Nacht, ja, und diese Rücklichter, ja, es war überall. Und wir haben 24 Stunden gefahren, statt 8 Stunden oder 10 Stunden mehr als eineinhalb Tag. Sie bekamen die Nachricht, dass die Grenzübergänge zu Polen völlig überlaufen waren. Daher entschieden sie, über Moldawien auszureisen. Doch der Plan ging leider nicht auf. Zumindest nicht für die ganze Familie. Das war schmerzhaft. Dass mein Mann nicht raus durfte. Also ich bin mit meinem Mann geflohen und mit meinem Sohn. Und an der Grenze haben wir uns verabschiedet und so war es. Ein erzwungener Abschied. Unzählige Familien wurden in diesen Tagen durch den Krieg jäh auseinandergerissen. Zusammen mit ihrem Sohn machte sich Oksana Kurkina von Moldawien aus auf den Weg nach Deutschland, genauer nach Hannover. Sie wohnt bei Menschen, die, wie sie sagt, sehr, sehr nett sind. Das war ein Glück, ja, dass ich sowas jetzt haben. Mein Sohn geht jetzt in die Schule, in die Sophienschule und ihm gefällt das. Dank ihrer hervorragenden Deutschkenntnisse ist es Oksana Kurkina leicht gefallen, eine Aufgabe zu finden. Ich bin jetzt im ukrainischen Verein in Niedersachsen tätig und auch beim ZAG tätig. Ich helfe bei der Beratung, ja, wenn die Ukrainer nach der Arbeitsstelle suchen. Ja, ich bin als Übersetzerin dort. So, das heißt, dass ich viel zu tun habe, aber das hilft mir nicht, über den Krieg 24/7 zu denken. Was ihr außerdem hilft, nicht vor Sorgen verrückt zu werden, ist die Natur. Was mir hier in Hannover gefällt, dass das eine Stadt im Wald ist oder Wald in einer Stadt ist. Hier ist sehr grün und ich habe solch eine Möglichkeit, nach der Arbeit am Abend mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Und das gefällt mir sehr. Also das beruhigt mich. Ja. Dieses ruhiges Gefühl habe ich hier und mir gefällt das hier. Soweit die Geschichte von Oksana Kurkina. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter to go. Ein Video mit Oksana Kurkina findet ihr im Web unter Zuhause in Niedersachsen. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt.
Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@oe.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.